Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Und ich hole mal meinen Plötze in dieser Welt. Lustigerweise mit all dem Inventar, das wir sonst auch haben. Willst du dir nicht dein Pferdchen schnappen? Doch, willst du. Okay. Los, lauf! Dann reiten wir da. Ja, wow. Warum reiten wir dahin? Ja, hier ist es. Hier ist der Boden. Erstmal tot den Kobold. Hier ist das Heer mit den Bohnen. Hier kommt eine her. Ne, die kommen alle dahin. Warte. Warum? Die Bohnenranke wächst schnell. Sehr schnell. Wir müssen vorsichtig sein. Gut. Wirf sie rein. Wow. Immer geht irgendwas schief. Die Zielgerade. Wo hat Geralt gerade hingegriffen? Interessant. Schauen wir mal, was draus wird. Auf den Riesen vorbereiten müssen wir uns ja nicht wirklich. Unglaublich. Das Schloss war auch mal schöner. Wow. Guter Sound. Sie liegt... Hä, sie lag doch gerade bloß rum. Aua. Ich kann gar nicht so schnell reagieren. Der ist eigentlich gar nicht so stark. Eigentlich dürfte der leicht zu bekämpfen sein. Wir machen es nur unnötig noch schwerer für uns. Naja. Und wir sollten mal uns um unser Leben kümmern. Naja. Irgendwie gefällt es ihm da gar nicht gerade. Geh sterben. Für eine Mähne.
Märchenkreatur war das ein ziemlich zäher Mistkerl. Ich hab's doch gesagt. Dieses Land ist verrückt geworden. Ich hab nur nicht mit diesem Ausmaß gerechnet. Ich glaube langsam, du hast das absichtlich getan. Und wieso sollte ich das tun? Um deinen Aufpasser loszuwerden. Wir kommen dem Ausgang immer näher. Offenbar brauchst du mich nicht mehr. Tja, da liegst du falsch. Ich brauche dich nach wie vor. Hä? Um dich hier rauszubringen, ist ja eigentlich logisch, aber warum? Wofür? Wirklich? Für was? Willst du mich benutzen, so wie Detlef? Nein. Ich hatte an etwas weitaus unkomplizierteres gedacht. Jetzt starr mich nicht so an. Ich brauche einen Mann, Geralt. Und ich stehe dazu. Ich weiß nicht, was mich jenseits dieses Ortes erwartet. Sieh es als letzten Wunsch. Okay, wir nehmen einfach die 1. Trennen sich hier jetzt unsere Wege? Keine Abschiedsworte? Möchtest du mir etwas sagen? Nun, wahrscheinlich ist es so am besten. Du bist noch nie von einer Frau so behandelt worden, richtig? Nicht, dass ich wüsste, nein. Na, dann weißt du endlich, wie es vielen Frauen auf dieser Welt manchmal geht. Schauen wir mal. Tja, ich hoffe, dass dieses Märchen gut ausgeht. Für dich und mich und alle. Das könnte von dir abhängen. Was soll das heißen? Nichts weiter. Noch nicht. Los, komm. Hier geht's zum Ausgang. Oh Gott. Ob wir jetzt wieder aus dem Buch herauskommen? Ist ja schon mal besser, dass Regis nicht mitgegangen ist. Ich nehme jetzt mal wieder das Silberschwert. Wir leiden da gerade ständig dran. 87 und 83. Okay, ja, wir werden sowieso fast nur noch das Silberschwert brauchen jetzt. Ein Irrlicht. Ich glaube, es will uns was zeigen. Schauen wir mal. Mal schauen, wo mich das hinführt. Ist ja doch mal ganz interessant. Vorsicht, den kann man nicht trauen. Denen kann man nicht trauen.
schauen wir mal kurz, was das für ein Schwert ist. Oh. Oh. Okay. Was haben wir hier für Boni drauf? Kritische Trefferschaden, bla bla bla. Aber wir haben hier plus... Oh mein Gott, plus 116 Damage. Sorry. Das muss sein. Und wir packen drauf. Chance auf Bluten. Verbrennen. Taumeln. Ich glaube, wir packen einfach Chance auf Bluten drauf. Und Chance auf Verbrennen. Kann ja... Oh, kann ja nie schaden. Jetzt müssen wir nur wieder hochkommen. Wahrscheinlich geht's da dahinter hoch. Einmal durch die Höhle durch. Ja. Und wie ich recht hatte. Ach, und da ist sie wieder. Na? Kommst du mit? Gut. Diese Festung war, glaube ich, auch mal anders vom Aussehen her. Nur aus Neugier. Warum wolltest du das Herz von Toussaint und den herzoglichen Wein? Das war mein Recht. Sie standen mir zu. Wir wären nicht auf dich gekommen, wenn du nicht versucht hättest, sie zu kriegen. Das weißt du, oder? Ja, aber ich bereue nichts. Man lebt nur einmal. Hier, wir müssen nur in den Brunnen springen. Du zuerst. Ja, ja, natürlich ich zuerst. Wenn sie uns hätte loswerden wollen, dann hätte sie das schon viel mehr versucht. Ich werde mich jetzt erst einmal ein bisschen umschauen. Ob es hier noch irgendwas Schönes gibt. Fässern ist nix. Des Tors zu. Aber hier sind sogar... Aua! Zaubergold. Mal schauen, wie teuer das ist, wenn wir es verkaufen. Und hier geht's doch irgendwo hin. Wir kommen hier ja nicht wieder hier zurück. Deswegen interessiere ich mich hier gerade. Okay. Da kam erstmal ein Tier angeflogen. Nee, nee. Wir gehen lieber. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Welt hier. Im Springbrunnen? Nicht sehr praktisch. Es war ein Geheimgang. Anarietta und ich nahmen ihn, um eurer Gouvernante zu entgehen. Zum Glück hat sie das aufgeschrieben. Sonst hätte ich nicht gewusst, wo ich warten soll. Vergessen wir das. Will die junge Dame mithelfen, das Chaos zu beheben, das sie angerichtet hat? Sie will. Und hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Soll ich dich lieber wie die manipulative Lügnerin behandeln, die du bist? Es macht keinen Sinn, dich jetzt zu streiten.
Ja, wir können jetzt natürlich gegen sie angehen, aber Regis hat angefangen. Regis, wo sind deine berühmten Manieren hin? Es tut mir leid, ich habe mich vergessen. Gehen wir. Ich will es wirklich hinter mich bringen. Ich habe Angst davor. Und sollten wir cutten müssen, ich werde an einer guten Stelle cutten, wo es für euch kein Problem ist, weil wir haben jetzt vielleicht Schwierigkeiten. Aber werden wir sehen. Hübsch hier, nicht wahr? So ein herrlicher Blick über das Tal. An klaren Tagen sieht man Dun Tin in der Ferne. Findet ihr? Ich meine, es ist eine Ruine wie jede andere. Ach, wie feinfühlig und aufmerksam. Ich verstehe nicht, was Detlef in dir sieht. Vielleicht kann er es dir selber sagen. Das wird er wahrscheinlich. Bist du nervös? Es ist immer stressig, sich mit seinem Ex zu treffen. Vor allem, wenn er ein Vampir ist. Er wird wohl nicht zum Scherzen aufgelegt sein. Ich weiß. Um ehrlich zu sein, ja, ich bin nervös. Ich würde lieber weglaufen. Ich habe euch zwar versprochen, dass ich helfe, aber was ist es wert? Aber ich schulde ihm dieses Treffen. Schluss aus. Gut, dass sie es einsieht. Vorsicht jetzt. Detlef ist jeden Moment hier. Was uns verbunden hat, war falsch. Detlef, so einfach ist das nicht. Ich... Es ist ganz einfach. Entweder hast du mich getäuscht oder nicht. Ich vergebe dir, doch ich trauere, denn wir müssen uns trennen. Was? Aber wie... Ich bin wieder reingefallen. Dafür soll sie büßen. Früher oder später. Du hättest dich nie einmischen sollen, Hexer.
Oh Gott. Nein. Ich wollte nur... Ihr habt mich betrogen, alle beide. Das war nicht mein Plan. Oh Gott. Ich weiß nicht, kann er auf... Gott, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so endet. Holy shit. Wenn du Götter hast, dann fang an zu gehen. What the fuck? What the fuck? Holy shit. Holy shit. Glaubst du, das hält mich auf? Wir werden gewinnen. Aua. Diese Herzen sind unerbittlich. Ich muss schauen, dass ich am Leben bleibe. Erstmal irgendwie. Jedes bisschen Damage ist schon mal gut. Zeit bekomme ich, um mich um die Herzen zu kümmern, wenn ich... Gut, also ein Herz weniger. Es fehlt noch eins, oder? Ja, er kann sich wieder regenerieren. Geralt, du bist doof, ihn da liegen zu lassen. Überlasse ihn mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Thank you.
Das war genau das, was wir nicht wollten. Ganz genau das. Warum muss dieses Spiel einen so sehr hassen? Huch! Was für ein umwerfendes Ensemble! Und wie gut es dir steht! Halt den Schnabel, ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das Sorgfältigste gearbeitet. Aber man braucht natürlich ein Minimum an Geschmack, um das zu würdigen. Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Ich trage üblicherweise andere Kleidung, die besser zu meinem Beruf passt. Ich wollte dieses Gewand nicht herabsetzen. Ich finde es nur nicht sehr bequem. Und offizielle Anlässe kann ich nicht leiten. Man gewöhnt sich dran. Nun, sei so gut und halt bitte still. Wie auch immer dem sei, Toussaints höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann von der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverkrustete Rüstung pappt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, die das Äußere über alles stellt, die den schnöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit verherrlicht. Hahaha. Ja, der Reges wieder. Ich kündige jetzt schon mal an, wenn wir hier aus der Schneiderei rausgehen, wird es höchstwahrscheinlich das Ende der Folge sein. Und ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, wie rum ich es drehen werde. Aber das werdet ihr dann auf jeden Fall in den nächsten Folgen sehen, denn ich werde auf jeden Fall das mit Oyana noch probieren und hoffen, dass es irgendwie besser ausgeht. Mal schauen. Das klingt aber sehnsüchtig und melancholisch, Regis. Weil du kein neues Gewand gekriegt hast? Wohl kaum. So klinge ich eben, wenn ich nachdenke. Ob du es glaubst oder nicht, das kommt öfter vor. Außerdem bedarf ich keines neuen Gewands, da ich der Zeremonie nicht beiwohnen werde. Wieso nicht? Weil ich dazu im Gegensatz zu dir nicht verpflichtet bin. Ich packe lieber meine Sachen. Du kommst sicher später zu mir, wenn du um eine Medaille und ein faszinierendes Erlebnis reicher bist. Verlass dich drauf. Wow. Zeremonien. Medaillen für Tugenden. Das reinste Dauerfeuer. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mitgefühl. Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die Fünf-Tugenden-Theorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweibergeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sianna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten, dann hätte es ein fünftes Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sianna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren. Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Detlef die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Ja, das werden wir, denke ich, tun. Ich werde auf jeden Fall aber sagen, keine schlechte Idee, wir treffen uns dort. Regis, der Schuhputzer hat nicht davon geredet, dass er irgendwelche Zustellungen gemacht hat. Woher willst du wissen, dass er die Briefe überbracht hat? Während du dich im Ruhm gesonnt und formelle Garderobe anprobiert hast, habe ich einige Nachforschungen angestellt. Du wärst stolz auf mich gewesen. Zunächst habe ich eine Menge Schuhpolitur für unseren Jungunternehmer zusammengemischt.
Ich habe beobachtet, dass auf der Straße vor allem das Gesetz der Reziprozität herrscht. Keine gute Tat bleibt ohne Antwort. Natürlich gilt das auch für boshafte und zerstörerische Taten. Wo ist der Zusammenhang mit den Briefen? Als der Schuhputzer die Politur abholte, hat er angedeutet, dass er noch mehr weiß. Wir hatten sozusagen einfach nicht die richtigen Fragen gestellt. Es dauerte ein bisschen, ihm die Zunge zu lösen, aber es hat geklappt. Er hat eingestanden, Detlef die Briefe gegeben zu haben. Er wusste, dass diese Information wertvoll für mich ist. Sie war quasi der Dank. Interessant. Kann nicht schaden, nochmal mit dem Schuhputzer zu reden. Treffen wir uns bei seinem Stand. Gut, ich warte dort auf dich. Ich kann mich ja so lange mit ihm unterhalten. Zum Schuhputzer? In der Unterstadt? Willst du mein Meisterwerk denn sofort in der Gosse verderben? Ich verspreche, ich bin vorsichtig. Ich mag das Ganze. Oh Gott, Geralt sieht so behindert aus. Das ist sehr furchtbar. Naja, wie auch immer, wir sprechen uns in der nächsten Folge. Bis dann.